Meine Damen und Herren, es klang ein herzlich willkommen zurück zu Let's Play Shank. Hallöchen, sprach die Hodenlaus und riss sich ein paar Beine aus. Das wird heute schon wieder so sinnlos bis zum Exodus, habe ich im Gefühl. Und ein weiterer Reim. Gleich zu Anfang. Ja, Butter. Warum rauscht es? Es rauscht gar nicht, es ist so kritisch. Nur seltsamerweise. Na egal, auf jeden Fall, es geht wieder freundlich weiter mit diesen Kerlen hier, die ein wenig Probleme haben mit, keine Ahnung, geschlagen werden. Ich meine, wer hat das schon nicht? Aber es kommt eher selten vor, dass man wirklich so hinkommt in den Gebar oder so und da kommt so ein Typ mit einer Motorsäge und einem Katana und... Er stirbt dann. Und keine Ahnung, eine Uzi und er kommt so und... schlitzt dir so den Bauch auf und trinkt deine Gedärme. Und er trinkt die Gedärme. Ja, er trinkt die Gedärme. Die sind ja meistens eher so Soft-Cocktail. Du bist echt widerlich. Schenkt, dass ich nicht widerlich sein soll. Schau, du stehst auf der Treppe. Das ist so episch, wie Shank einfach jede Dreidimensionalität strotzt. Jeder, natürlich. Trotzt, meinst du? Er trotzt und strotzt und strotzt vor Stolz. So, jetzt muss ich kurz mal die Steuerung ändern. So geht es mir eindeutig besser. Hä, warum hast du die Steuerung geändert? Ja, weil wenn doch dieses rote Blinke-Lämpchen da, wenn dieses rote Blinke-Lämpchen blinkt. Der Uhu aus dem Softshell springt. Wir müssen jetzt mal kurz... Und da sind wir wieder. Und es geht wunderschön weiter, immer noch mit 40er, 50er, was auch immer. Oh mein Gott, und mit viel Maus im Bild. Viel Maus. Ja, viel Maus. Aber bitte heute nicht so viel Maus im Bild. Oh Gott, jetzt kommen die Weibchen wieder. Die Weibchen, nicht die Männer. Tja. Die Kugeln fliegen sie, wie realistisch. Da könnte man ja schon fast wieder ausweichen. Ne, das sind die epischen Max Payne Bullet Time Slow Motion Kugeln. Genau. Patentiert in jedem dritten Ei. Die Max Payne Slow Motion Kugeln. Ich find's auch so geil, wie Max Payne immer so in die Türen hineinfliegt, so. LOL. So ungefähr. Aufs Maul. Warte, was? Wie ging das eine nochmal? Ich hab keinen Plan. Was denn? Warte. Nein. Nein. Wie ihr wahrscheinlich gemerkt habt, diesen Part haben wir ja schon mal ohne Ton hochgeladen, so ganz still und leise, aber das soll natürlich nicht so bleiben und ihr dürft natürlich unser lustiges Gelaber mithören. Und dementsprechend kommt jetzt auch dieser Part noch als versynchronisierte Version auf den Markt, denn wir sind ja Marktführer. Wir sind Marktführer. Wir sind Marktführer, wir haben gigantische 11 Views pro Video. Wahnsinn. Na, wir lieben es. Und McDonald's mag es auch. Und deine Oma mag es erst recht. Und mich stört gerade die Framerate irgendwie so ein bisschen. Ich weiß nicht, was Shank jetzt schon wieder will, aber scheinbar ist es nichts Gutes und es hat auch nichts wirklich Tolles dabei und das mag einfach nicht so gerne. Ich habe mir überlegt, ob man nicht doch mit der anderen Fraps-Version aufnehmen sollte. Also mit der 3.0er, weil wir haben ja sowohl 3.0 als auch 3.2.3 und wir nehmen gerade mit der 3.2.3-Version auf. Und vielleicht ist die 3.0er ja doch noch ressourcensparender. Aber wisst ihr was? Ich habe keinen Plan und dementsprechend lassen wir sie doch in Ruhe, die lustige Version. Die kann ja auch nichts führen, ne? Also jetzt ruckelt schon stark, oder? Findest du nicht auch? Jetzt sind es wieder 60 Frames. Und jetzt? Oh. Wow. Wenn ich gigantischer Test laufe. Schon mal. Ich laufe gegen unsichtbare Barrieren. Das hat sowas von Final Fantasy. Gegen unsichtbare Penisse. Da laufen immer auch... Hey. Die sind nicht unsichtbar, die sind nur klein. Ja, jetzt die Penisse oder die Barrieren? Beides. Die Penisse in erster Linie. Warum sollten eigentlich die Barrieren klein sein? Weil ich meine, wenn sie klein wären und dann unsichtbar... Dann erfüllen sie ja nicht ihren barrierigen Charakter. Also ihren... Ja. Haben Barrieren Sinn? Ich hasse Barrieren im Spielen. Sowas wie... Das ist ein Stein, über den du locker drüber laufen könntest. Aber du kannst es nicht. Du bist Harry Potter. Du musst aber erst einen explosiven... Du kannst nämlich nur springen... Gnomen. Du kannst nämlich nur springen, wenn es das Quicktime-Event erlaubt. Siehe Bulletstorm. So der einzige Alter, Makler jetzt in euren Scheiß-Teilen, Mann. Ah, ihr könnt mich langsam alle mal... So leicht, ne?
Irgendwas liegt da am Boden. Das war sinnlos. Ja. Oh ja, weißt du noch die Stelle? Ich würde ein paar Granaten werfen. Ich glaube, das freut die nicht. Und ich würde die Shotgun verwenden, weil ich glaube, das hat geholfen. Bei der Stelle. Bum, 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 bum. Ja, du brauchst nicht immer Bumm sagen, wenn du schießt. Danke. Das wäre vor allem bei der Uzi ein bisschen. Da müsste ich schon in enormen... Dann müssten wir sozusagen die Audioaufnahme runterslowen, damit er Zeit hat, Bumm zu sagen. Bum. Da müsste ich schon in enormen Überschallgeschwindigkeitstönen Bumm sagen. Ja. Dass das überhaupt funktioniert. Das wäre dann schon irgendwie hardcore, das machen zu müssen, ne? Das wäre fast nicht schaffbar für dich. Man kann auch gar nicht mehr erkennen, wer jetzt eigentlich Shank ist. Oh doch, ich finde, Shank sollte so eine rote Aura bekommen, damit man immer merkt, aha, da ist er also. Rage-Mode. So, keine Ahnung. Super. Was ich auch cool fände, wäre so eine Super-Schildfähigkeit, so eine... So eine Super-Meat-Boy, ne? Nein, Super-Schild. Nicht Super-Meat-Boy, da ist ein Unterschied. Denn der Super-Schild ist super und Super-Meat-Boy ist nur Meat-Boy. Ja. Eigentlich nicht, weil Super Meat Boy Super, weißt schon, ist ein Namen und Super Schild, also ich meine eher das Super Schild von Halo. Ach, und diese Kugel ist gerade über den Top hinüber geflogen. Aber die hat dich getroffen. Das hättest du nicht gedacht, hm? Was hat denn der für Probleme? Keine mehr. Der hat so gesundheitliche Probleme. Und selbst die hat er nicht wirklich. Ich meine, der kann ja schlecht eingeliefert werden ins Krankenhaus und sagen, ja, was ist denn passiert? Ja, ich bin tot, Entschuldigung. Ich bin tot, leider. Was, schon wieder? Ach, nee, ist das jetzt nicht der mit dem Granaten? Ach, Honkies? Honky. Oh, die hab ich aus der Luft. Ich frage mich nicht gerade, ob das nicht doch der Part war, der, wo es um Dingsbums ging, um, Klo ins Klo gehen, der Film. Kacken ins Klo, der Film, nee, das war glaube ich davor und selbst wenn, dann spiele ich es halt nochmal, mein Gott. Weil ich bin mir nämlich echt nicht mehr sicher, weil das kommt mir irgendwie gerade so vor. Hey, ich bin tot. Hey, ich bin tot. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Jetzt sag mal, ey, die lassen aber auch einem keinen. Ich würde einfach slicen, als wäre es meine Umse. Kann ich echt ihre Schüsse blocken? Ich habe keinen Plan, ich glaube nicht. Hast du mich danach aus? Was hast du jetzt eigentlich gerade gemacht? Hast du denn? Ja, ich hab dir eine Granate mal gefunden. Ich wollte eigentlich mit der Uzi erwischen. Bitteschön! Hier! Kannst du halt. Halt mal! Kannst du Dankeschön! Ah, oh Gott, nee. Das läuft natürlich nicht so. Ich bin echt nervös. Du hast den Falschen getötet. Haha! Tja, und selbst wenn. Ich munter an ihm vorbei ausweiche. Dämlicher Idiot. Yes! Yay. Yay. Oh, bitte jetzt keine New Kids Zitate. Der Film ist so schlecht, das ist unglaublich. Fahr zur Hölle. Fahr du zur Hölle. Hättest du ihn aber ordentlich. Gleich nochmal. Das war jetzt auch irgendwie sinnlos, wenn er es mit einem Slice töten können. Die Glucke, nicht wahr? Im Hintergrund Club Stardust. Also, Shank nimmt sich schon irgendwie ernst, kann das sein? Doch. Fail. Der Hund so, ich will nicht anspringen. Nein. Und Shank so, weißt du was? Nein. Nö. Und Shank so, nö. Und du hast mir schon ganz häufig das Sauerkraut geklaut. Und da stehe ich mal gar nicht drin. Nee. Du bist so heldenhaft und fähig. Darüber. Ich weiß. Du musst hochklettern. Ach was, nee. La 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 la. Und du klopp ich mal durch das Fenster. Ja, tu das. Okay, die Utzen. Die Utzenhutze, Lutze. Die Utzenhutze, Lutze. Die Utzenhutze. Mr. Freeman. Das ist die Behindi-Version. Mr. Freeman. Verrückte Mongo. Ach bitte. Hör doch auf damit. Girls. Fun. Looking forward to the weekend. Ich mach jetzt immer so. Partying, yeah. Fun. Schau mal, das ist irgendwie so mein Lieblingsmove seit neuestem. Ja, er ist ja auch effektiv und. Und puff.
Das Lustige war, der Schlag hat ihm allein schon genügend Leben gezogen, um ihn umzubringen, aber du hast ihm trotzdem noch in die Fresse geschossen. Ja, das hat er immerhin verdient, meine ich. Ja. Wer hat das in diesem Spiel noch nicht? Keine Ahnung. Deine Umsicht für mich. Das war Wrestling. Das war Wrestling vom Feinsten, also bis zum Exodus. Genau. Warum eigentlich Exodus? Im Wrestling, nicht. Da gibt es doch keinen Exodus. Exodus gibt es in der Bibel. Die Bibel ist scheiße. Shank ist der Exodus. Shank hat seine Stange. Hey, das. Shank kriegt keinen Fallschaden. Wie realistisch. Ist mir aufgefallen, dass ich Penis gesagt habe. Ist es mir aufgefallen? Oh mein Gott, Penis. Penis gut. Ich würde dir empfehlen, eine Granate zu benutzen. Eine Granate, Renate. Bringt mir die Granate. Naja, auf jeden Fall. Ich würde dir empfehlen. Das Quicktime-Event wurde mir nicht angezeigt. Tja, das tut mir echt leid für dich. Aber, naja, man kann nichts tun. Wie der Hund einfach zusammengeklappt ist. Es ist wohl ein Klapphund zum Mitnehmen. Kannst du auch in die S-Bahn mitnehmen. Der Klapphund wird mich stören. Hast du auch einen Klapphund? Nein, noch nicht. Dann kauf dir aber schnell mal einen. Genau, weil mit dem Klapphund geht immer alles viel leichter. Klapp ihn zusammen, gib ihm das Fressen einfach in die Presse und klapp ihn wieder auseinander. Was? Keine Ahnung. Der Klapphund, der patentierte Klapphund, Copyright auf den Klapphund. Ey komm, wir bringen jetzt den Klapphund raus. Fallschirmschuhe. Das wäre auch mal lustig. Du müsstest so rausspringen, Fallschirmschuhe aktivieren und dann hängst du an den Kopf über. Genau, Kopf über. An den Schuhen in der Luft und segelst du langsam gegen Boden. Schau, da hinten sind Kirschen. Mhm, da hinten sind Kirschen. Schau, wenn ich mich jetzt so duck. Nee, warte, schau, wenn ich jetzt hier hingehe. Sieht aus wie eine Schenkel mit Eiern nuckeln. Du bist unfähig, mach einfach weiter. Lass mir doch meinen Spaß. Da hängt auch ein Totenkopf, so at random. Ich glaube, irgendwie die Totenkopfbande hat sicherlich auch ihre Finger im Spiel. Ähnlich. Ich habe doch keine Ahnung, wer die Totenkopfbande ist. Hat irgendjemand was von der Totenkopfbande gesagt? Ich nicht. Red einfach nicht immer von der Totenkopfbande. Wir kennen die Totenkopfbande gar nicht. Mama, der Black verarscht mich. Hoppla. Erstens kenne ich sie gar nicht, zweitens habe ich deine DVD nicht ausgeliehen und drittens war sie beim Ausleihen schon kaputt. Ja, ich kenne den Film auch schon. So einfach rein, in die einfach Scheibe reinläuft. Nein, nicht mal reinläuft, er geht eigentlich so in die Scheibe rein, wie die Scheibe. Und die Scheibe so, ja, ich bin Apple, ich geh kaputt. Toll, eigentlich sollte ich denken, einfach so gegen die Scheibe laufen und so plump. Also, Rückwärts und Fall Toad, weiter spielen zu Ende. Vielen Dank fürs Kaufen. Macht 9,99. Macht 9,50. Warum sollte es eigentlich 9,50 machen? Das verstehe ich nicht ganz. Sag nicht nur solches Zeug! Das war cool. So mit dem Ding. Wie heißen die? Mit den Macheten. Genau, hast du sie so an der Muschi so in die Luft katapultiert. Sie dachte sich so, Scheiße. Scheiße, meine Muschi. Meine Omsen. Scheiße, meine Omsen. Scheiße! Und damit, ich habe keine Granaten mehr. Tja, das tut mir echt leid für dich. Aber, weißt du was? Egal. Du hättest sie einfach nicht so inflationär verbraten sollen. Genau. Wie du ja auch schon den Omse verbraten hast. Ein Omse, bitte. Ein Stück Omse. Hüfte oder Bauch? Ist das nicht dasselbe? Nein! Dann. Metzgerei. Stardust, Ubisoft, Sparkle. Cutscene. Asshole. I wanna skip this shit. Nein, nein, nein. Oh. Stimmt, das labert ja schon wieder. Mein Gott, ich möchte es gegen den Hardcore-Gay gefälligst kämpfen. Das ist, glaube ich, auch nicht. Ja, toll. Das hat's gebracht. Ich bin beeindruckt. Schau mal, wir malen so ein bisschen was mit der Maus. Und zwar werdet ihr es rausfinden.
Es war ein Penis. Verdammt. Das war zu durchschaubar. Okay, ich fang neu an. Wieder ein Penis. Penis in seinem Mund. Eier! Okay. Nee, was der man gucke mal in den Genitalbereich dieses Herrn. Nochmal. Und erblicke seltsame Formen. What? Ich hab deine Nase! Der redet bestimmt über AIDS. Ja, wahrscheinlich. Du hast AIDS, Shank. Ich weiß. Du musst gehen und sie töten. Warum nur? Du musst dir einen Heiltrank aus den Eierhaaren des Hardcore-Gay-Endgegners destillieren. Oh mein Gott, und dann sind doch schon... Und die dann intervenal in den... Intervenal. Durch die Venen. Jetzt telefoniert der Kerl, bla 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 bla. Man wollte ihn gerade. Ah, ich bin fett und kacke. Welch ein Intro, wie er wegläuft. Ich kann laufen. Ah, ich bin noch Jungfrau. Klappe. Shank. Wie der Kerl aussieht. Du musst den ja zwischen. Ich weiß. Okay, jetzt hat. Spring mal runter, Shank. Nö. Geh doch. Hey! Geht doch! So, hinter ihn springen. Mom. Der arme Sklave. Hey, hä, was macht denn der? Die werfen dich zwischen sie selbst und ihn. So, jetzt hat. Nippelketten Slice Choking Attack. Ja, das ist widerlich. That's gross. Grosche. Mal den weggehauen. Sadomaso. Tut gar nicht weh. Das ist so schlecht. Es ist so schlecht. Wie oft musst du das eigentlich machen? Weiß ich nicht. Jetzt hat er ihn schon wieder. Paar Mal oft. Was meinst du denn mit paar Mal oft? Weiß ich nicht. Meinst du damit paar Mal Schinken? Nein. Parachuter? Paratrooper. Paraglider. Because this is an. Real life. War scenario. Bloody scream. So real. Okay. Jetzt würde ich ihn noch ein paar Mal mit seiner Nippelkette tot. Du hast noch kein einziges Leben verloren. Doch, ich habe schon so einen Trank gesoffen. Schau mal, der beißt ihn. Das ist ja so albern. Das ist ja voll albern. Alban ist das. Und damit meine ich nicht Albanesen, und weil gegen die habe ich nichts. Einen noch. Ein braucht er noch. Schau seinen fetten Sack an. Seinen fetten Pobbes. Der hat voll den Fan-Pommes. Solch einer. Dieser. Scheiße, ist da, wer soll nicht. Der war jetzt auch ein bisschen blöd, der hätte einfach hinter ihm bleiben können. Ah, ich glaube, das ist der. LOL! Voll aufs Maul, ey. In ne Fresse. Ich glaube, das tat noch mehr, wenn jetzt diese epische Ritzen des Bodens füllen sich mit Blut. Screen. Yay! Screen! Maus auf dem Schreibtisch! Screen! Es wird immer epischer. Meine Damen und Herren, das war Gnagnai P. Und die Parts danach haben wir, oder? Ich weiß es nicht! Doch, wir haben sie. Okay.